Vor 8 Jahren hatte die Weltgemeinschaft große Erwartungen an den smarten Präsidenten. Sein Erbe fällt verhältnismäßig mager aus. Die USA haben seitdem ihre Truppen aus Afghanistan und dem Irak zurückgezogen. Friedlicher ist die Welt dadurch nicht geworden. Wir haben uns aus den Tiefen der größten Finanzkrise unserer Zeit koordiniert und Antworten gegeben, um weitere Katastrophen zu vermeiden und zu globalem Wachstum zurückzukehren. Wir haben Terroristen Rückzugsorte weggenommen, haben Atomwaffensperrensysteme gestärkt. Wir haben mit Diplomatie die Streitfrage um iranische Nuklearwaffen gelöst. Wir haben wieder Beziehungen zu Kuba aufgebaut, halfen den Kolumbianern, den längsten lateinamerikanischen Krieg zu beenden. Der Krieg in Syrien geht aber weiter. Die Kluft zwischen Russland und den USA wächst. Waffenpausen werden immer wieder gebrochen. UN-Hilfskonvois kommen erst gar nicht an. Anwesend in diesem Raum sind heute Vertreter von Regierungen, die es ignoriert, vereinfacht, finanziert haben oder daran beteiligt waren und geplant haben, im Syrien-Konflikt Grausamkeiten zu verüben gegen syrische Zivilisten. Hilfe muss her für die, die eingekesselt sind und die, die flüchten müssen. Die Rede ist von der größten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, verursacht durch Krieg, Terror und Naturkatastrophen. Obamas letzter Appell an die Weltgemeinschaft und die US-Amerikaner ist umso eindringlicher. In den Augen der unschuldigen Männer, Frauen und Kinder, die fliehen mussten, alles Gewohnte hinter sich lassen mussten, alles, was ihnen lieb und teuer war, in diesen Augen sollten wir Empathie besitzen, um uns selber zu sehen und uns vorzustellen, was wäre, wenn es meine Familie beträfe, meine Kinder. Lösen könne man den Krieg in Syrien nicht militärisch, so Obama, sondern nur mit Diplomatie. Why we've worked with other nations to create higher